So Leute, da sind wir wieder bei Zelda Twilight Princess. Ja, ich hatte den nach dem letzten Part die Aufnahme beendet und das Spiel auch beendet und dann habe ich das Spiel neu gestartet eben und wollte eigentlich hier oben wieder, sag schnell den Part anfangen, aber eben als ich hier hochgerannt bin, ich habe übrigens meine Herzen mal ein bisschen aufgefrischt, habe ein bisschen Suppe noch geholt, als ich hier oben angekommen bin, da stand sie hier schon und jetzt sagt sie hier gerade, hier ist das Schlafzimmer, würdest du es aufschließen? Nee, ich lasse es abgeschlossen. Nehmt den Schlüssel mit und ihr beide könnt nie wieder in euer Schlafzimmer. Dann lache ich euch aus. Haha. Nee, gut. Im letzten Part, was haben wir da gemacht? Wir haben endlich den Schlafzimmerschlüssel gekriegt. Mit dem wir jetzt auch diese riesige Tür hier geöffnet haben. Und ich denke mal, jetzt werden wir endlich den Schattenkristall kriegen, also den Splitter da. Vielen Dank, aber willst du nicht auch reinkommen? Ah, die braucht ewig. Na gut, gehen wir mal hinterher. Ach ja, gut, dann haben wir den Dungeon ja auch so gut wie beendet. Beendet, Bitte, hier entlang. Naja, also ein recht bescheidenes Schlafzimmer, sag ich mal. Von der Größe her ein bisschen übertrieben, aber was soll's. Hier ist er, schau ihn dir an. Sag nur, ist er nicht herrlich? Ja, er ist kaputt. Wunderschön. Kaputt. Wunderschön, herrlich, dieser Spiegel. Alles gut? Diesen Spiegel bekommst du nicht. Oder du bekommst diesen Spiegel nicht. Keine Ahnung, was da stand. Ja, das war jetzt so ein Schockmoment. Beim ersten Mal durchspielen dachte ich auch so... Aber jetzt inzwischen kenne ich das ja und von daher lässt mich das jetzt eiskalt. Versteht ihr? Eiskalt, weil jetzt hier der ganze Wind und es ist kalt und Schnee und... I? Rieseneisklotz Matronia. Ach, ein Bossgegner, an den ich mich nur ungern erinnere, aber was soll's. Gut, der Klassiker. Einmal schön mit dem... Morgenstern. Ja, ich bin hier gerade nur verwirrt, weil das alles hier ein bisschen gerade laut ist. Also vor allem die Fernbedienung, die nervt mich gerade mal richtig. Moment, das... Oh. Na, hoffen wir mal, dass das noch klappt. So, ich denke mal, das dürfte jetzt angemessen sein. Ja, und ich... Aua. Gerade besser, wollte ich sagen. Oh, guck mal, die hat uns ein Herz gegeben. Yay. Stirb. Hat's noch geklappt? Es hat noch geklappt, würde ich sagen. Und... voll daneben. Genial daneben. Schnell, bevor sie wieder ihre Eisklötze macht. Okay, die hat ihre Eisklötze trotzdem gemacht, aber es hat gewirkt. Ey, komm. Eiskalt an ihr vorbei. Ja. Oh. Und tschüss. Oh, klebst du an der Wand. Nee, sie schwebt in der Luft. Was lachst denn so? Das war nicht witzig. Sonst alles gut? Scheinbar nicht. Diese Musik, ne? Sie ist so Hammer. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist die geilste Bossmusik, die ich in einem in einem Zelda-Spiel je hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt muss man, glaube ich, aufpassen, weil jetzt kommt Matronia direkt auf uns, ne? War das nicht irgendwie so? Nee, dann halt nicht! Ach doch, 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 da war was, stimmt. Schnell hier, aua, durch. Das wollte ich sagen. Gut, hat gebracht. Nix. Okay. Sie lässt uns wieder ihre Eisklötze hier verfolgen. Von ihren Eisklötzen verfolgen. Da gibt es übrigens einen Trick. Aua. Wie man das Ganze ganz einfach macht. So hat man schon mal zwei zerstört. Und da wir ja eben auch schon zwei zerstört haben, müssen wir jetzt so gucken, wo wir flüchten können. Da. Und dann einfach. Bäm. Fand sie nicht so lustig, glaube ich. Guck mal, da ist eine Ecke abgebrochen. Oh mein Gott, ich habe das Eis zerstört. Und jetzt? Achso, ich dachte, sie regeneriert sich. Aber das ist ja nur bei Paper Mario möglich. Das haben wir ja festgestellt. Was ziemlich nervend ist. Obwohl ich meine, ich habe das auch bei irgendwelchen anderen Gegnern gesehen noch. Dass sie sich regenerieren konnten. Und das war voll fies und so. So, guck mal, schon drei weggemacht. Vier. Ja, okay, den haben wir vergessen. Den haben wir verpasst, gebe ich zu. So, und jetzt macht sie wieder ihre Scheiße da. Wir verziehen uns. Aua, mal gekonnt. Hat ja sehr gewirkt.
Naja, zumindest habe ich noch ein zerstört. Oh, das muss jetzt ein Riesen. Ja, das war auch ein Riesenausschlag auf der Audiodatei. Es tut mir leid. Jetzt haben sie Kopfschmerzen. Ohrenschmerzen. Zerstörte Ohren! Sowas finden wir toll. Nee, nicht wirklich. Gut, Matronia, sie kommt. Da ist sie. Oh, und da fliegt sie. Na, guck mal, schon fast befreit da. Ich frage mich allerdings gerade, wie die Frau von dem Yeti wirklich heißt. Heißt die wirklich Matronia? Ich habe keine Ahnung. Steht doch, glaube ich, nirgendwo geschrieben, ne? Au. Aua, das tat echt weh. So, am besten mal so ein oder zwei kaputt machen oder drei. Okay, das ist auch gut. Drei ist auch... Oh, scheiße, schlimm, sie kommt ja schon. Und? Hallo. Bäm. Gegen das Fenster. Fand sie jetzt, glaube ich, nicht so lustig, aber wird so passiert, ne? Bäm. Kaputt. Hey, wo ist sie? Ach, da liegt sie. Na dann. Oh oh. Yay. Ist euch eigentlich mal was aufgefallen? Vorher waren es die Schattenkristalle, jetzt ist es der Schattenspiegel. So langsam habe ich echt das Gefühl, dass sich hier alles im Schatten dreht. Also, wir haben jetzt zwei Spiegelscherben. Jo, von vier. Es fehlen nur noch zwei, Lukas. Es fehlen also nur noch zwei. Ah ja. Sehr schön beobachtet. Trotzdem tut es mir leid, was wir dieser Frau angetan haben. Was denn? So ein Morgenstern vom Kopf, das kann jeder mal gebrauchen. Dass der Schattenspiegel die Kraft hat, jemanden so zu verändern. Die Götter können grausam sein. Ja, nee, wirklich. Also gut, Lukas, beeilen wir uns, die anderen Scherben zu finden. Bevor noch mehr Menschen so etwas Schreckliches zustößt. Ja, ich muss mal ganz kurz husten. Oh ja, schön verschleimter Hals, ne, das kennen wir ja, das ist ja. Also dann, machen wir uns auf die Suche nach den übrigen zwei. Das war voll nicht die Stimme, die zu Midna gepasst hat, aber okay, meine Stimme passt eh nicht zu Midna. Es ist nicht so, wie es aussieht. Au! Er hat ein Talent dazu, uns umzuschmeißen. Was ist mit mir? Mach dir keine Sorgen, du hattest einfach nur einen bösen Traum. So kann man dich natürlich auch sehen. Oh, der Spiegel, den du mir gegeben hast. Vergiss den Spiegel. Schau in meine Augen. Oh, Liebesgeschichte. Sieh nur, in ihnen spiegelt sich dein wunderschönes Gesicht, oder? Deshalb brauchst du... Du brauchst den Spiegel gar nicht mehr. Oh, Liebster. Die hat ja nur zwei Zähne. Was? Oder haben wir ihr den Rest gerade ausgeschlagen? Das wäre natürlich nicht so. Oh, ganz viele Herzen. Och, wie schön, eine Liebesgeschichte. Yay. Oh, ich wollte schon sagen, da fehlt ja irgendwas. Mein Gott. Ach, ist das nicht toll. Guck mal, die Herzen können wir übrigens alle aufsammeln. Finde ich sehr amüsant gemacht. Na gut, nehmen wir mal den Herzcontainer. Herzcontainer erhalten. Die Zahl deiner Herzen steigt um 1. Außerdem wird deine Gesundheit wiederhergestellt. Yay! Nein, nicht verschwinden. Ich sammle euch alle auf. Oh, nee. Aber das Coole ist, wenn wir jetzt jedes Mal mit dir reden. Achtung. Ich liebe dich. Ich dich auch. Yay! Kommt ein Herzchen raus. Ach, wie schön. So, wir haben hier alles. Wunderbar. Na dann können wir ja abhauen, ne? Ich kann dich von hier wegbringen, aber bist du auch sicher, dass du nichts vergessen hast? Jo. Scheiße. Doch, wir haben was vergessen, aber wir würden ja eh nicht wieder aus diesem Raum hier rauskommen. Dementsprechend müssen wir nämlich nochmal zur Bergruine. Es gibt da ja nämlich zwei Geisterseelen, die ich unbedingt haben will und die ich mir auch holen werde. Spiel speichern, jo. Einmal bitte nach da, ne? Wir kriegen einen neuen Herzcontainer und so. Wie lange haben wir denn jetzt eigentlich schon gespielt? 22 Stunden und 44 Minuten, so wie es aussah. Keine Ahnung, ich konnte es so schnell nicht sehen. Ja, wunderbar. Da sind wir wieder, ne? Nee, aber wir müssen nochmal rein. Hier gibt es nämlich noch einen Geist zu finden. Ein Geist. Wie geistreich. So, ich muss jetzt nur kurz überlegen, wo das war. Ich meine, hier war nämlich einfach nur Kohle versteckt, ne? Ja, da war die Truhe mit der Kohle. Okay, dann war auf der anderen Seite der Geist. Hier. Bäm. Bäm. Sag ich doch. Moin. Au. Arschloch. Du und deine Lampe, ne? Mein Gott. Na gut. Ich war mir übrigens tatsächlich nicht sicher, ob wir den Geist jetzt schon holen können. Weil beim letzten Mal haben wir ja schon die... Aua. 20 Geister voll gesammelt.
Das heißt, wir haben hier jetzt gerade unseren 21. Geist. Die Anzahl deiner Seelen besiege. Ja, gucken wir mal. Falscher Knopf. Ja, 21. Sag ich doch. Gut. Dementsprechend müssen wir jetzt nur noch einmal kurz hier raus. Natürlich geht das nur als Mensch, weil ein Wolf mit Midna auf dem Rücken natürlich zu doof ist, die Tür zu öffnen, was in der Wüstenburg komischerweise ging. Ich weiß auch nicht, wie das gehen kann. So, jetzt ist meine Hoffnung, dass hier gerade Nacht ist. Das sieht aus wie Tag. Oder ist das der Mond? Ich weiß es nicht. Gucken wir einfach mal, weil ich würde... Ach, nee, es ist Nacht. Da oben sieht man schon den Geist. Wunderbar. Einmal bitte hochklettern. Latata. Ich habe übrigens beim ersten Mal versucht, als Mensch hier wieder hochzugehen. Und lasst euch eins gesagt sein, es dauert eine halbe Ewigkeit. Hallo? Konnte ich nicht irgendwie... Es war so ein Spiralberg. Ja, doch, es funktioniert. Hurra. So, Geist, du bist dran. Oh, hier gibt's auch viel zu Kram, sehe ich gerade. Ist schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal hier oben war. Ja, nee, wollte ich nur mal so sagen. Also, ich bin nicht jedes Mal so auf Bergwanderschaften hier. So, aber die Geisterseele haben wir schon mal. Ich glaube, jetzt haben wir auch alle in diesem Gebiet hier gesammelt. Wunderbar, wunderbar. Gut, dann können wir auch gleich mal gucken, was es hier noch so gibt. Hey, Whoopi! Ah, ein gelber Rubin. Er ist 10 Rubine wert. Ja, das bringt ja sehr viel. Haben wir hier nicht irgendwie ein Herz? Oh, ja, wenn man vom Teufel spricht, ne? Gut, ansonsten ist hier nichts mehr. Aber wir haben zumindest alle Geister hier schon mal in diesem Gebiet. Und guckt euch nochmal die Schneeruine an. Die Bergruine. Ich denke mal, das ist schon ein geiles Haus, ne? Also wenn es nicht so runtergekommen wäre, würde ich glatt da einziehen. Also Miete und Nebenkosten und so alles mal abgerechnet. Weil ich glaube, dass... Ja, okay. Dafür muss ich noch ein bisschen länger arbeiten. Ein bisschen arg viel länger. So, sagen wir mal so 400 Jahre. Dann könnte das eventuell klappen. Na gut, ich würde sagen, wir warpen uns jetzt erstmal eiskalt zurück nach Hyrule-Stadt. Ah. Verlassen wir dieses eisige Gefilde hier. Und normalerweise müssten wir ja bald... Ja, der nächste Tempel ist der Zeit... Tempel der Zeit. Zeit-Tempel. Ja, nee, ist so ein altes Ding. Nee, auf jeden Fall ist so alt wie die Zeit selbst. Oder irgendwie so. Keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen soll, aber es funktioniert. Hat man nicht irgendwo den Wolf? Muss ich mal ganz kurz gucken, auf der Karte. Guckst du auf die Karte, siehst du? Nichts. Richtig, so müsst das. Nee, warte mal. Hier oben war er nicht. Nö. Okay, dann hier. Auch nicht. Okay. Aha, hier ein Latoan. Da ist er einmal. Ich glaube, den haben wir schon lange. Und ein Kakariko. Einen dürften wir noch haben. Oder auch nicht, ne? Ach nee, den hier hatten wir ja schon. Wie viele okkulte Künste fehlen uns eigentlich noch? Würde ich jetzt gerne mal sehen. Fangbuch, nein, Briefe. Okkulte Künste, jupp. 7 gibt's. Glaube ich. 5, 6. Da fehlt ja eine. Mein Gott. Na gut, dann eben nicht. Gehen wir erstmal nach Hyrule-Stadt. Ich denke mal, jetzt kommt auch dieser... Ja, es war klar. Lukas, wo bist du? Nicht da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo, Lukas. Ich habe Post für dich. Ich habe hier 2 Briefe für dich. Also, das wäre erledigt. Und ab die Post. Dieses... Hat er versucht nachzusammen. Keine Ahnung, woher er weiß, dass wir das erneut hören, aber was soll's. Gucken wir einfach mal, was haben wir denn in den Briefkasten? Frau des Schneemenschen. Oh, das ging aber schnell. Matonia. Ach so. Okay. So heißt die also. Agnetas Traum. Letzte Nacht hatte ich einen seltsamen Traum. Ich war eingehüllt in lauter Schmetterlinge und mit ihnen zusammen bin ich geflogen. Ich sah auf Hyrule-Stadt herab und konnte den Leuten winken. Einige winkten sogar zurück. Nach einer Weile brachten mich die Schmetterlinge wieder zurück auf die Erde und legten mich sanft auf mein Bett ab. Und dann sagten sie, bis demnächst. Ach, ich wünschte, ich könnte wirklich fliegen. Okay, wieso schreibt ihr uns sowas? Entschuldige, dass wir uns gar nicht richtig um dich kümmern konnten, als du neulich zu Besuch warst. Ich wollte dir nur kurz schreiben, dass es mir wieder viel besser geht und ich mit meinem Mann wieder öfter rodeln gehe. Wenn du es auch mal probieren willst, komm doch einfach auf den Eisgipfel vorbei. Wir haben hier fantastische Pisten. Ja, nee, wirklich. Scheiße, stimmt, um die Herzteile zu kriegen. Da war ja was. Eigentlich? Ach so, ja. Natürlich, ich wollte ja jetzt Moment. Reorganisieren. Error 404. Seite konnte nicht gefunden werden, nee. Nee. Gut, ich wollte zu Thelma und da wollte ich mal gucken, wer denn jetzt als nächstes wo auf uns wartet und dann können wir auch ein paar Sidequests machen.
Na, Sidequests sind immer toll. Ich denke mal, wenn man die so zwischen den Dungeons macht, ist das, denke ich mal, um einiges praktischer, als wenn man die so... Ne? Naja, und theoretisch gesehen könnten wir ja auch mal ganz kurz bei Giovanni vorbei. Giovanni, where are you? Ob das funktioniert? Ich glaube, ich kann mich in der Stadt nicht verwandeln, oder? Ich verstecke mich einfach. Juhuhuhuhu. Okay, und ab geht's. Oh, alle Katzen mögen uns. Obwohl wir ein großer, böser Wolf sind. Naja, böse lassen wir mal dahingestellt. So, Giovannis Haus. Wir haben 21 Geisterseelen. 22 Geisterseelen für dich. Na, was ist los? Dililililing. Er bewegt sich. Endlich kann ich mich wieder bewegen. Das habe ich wohl dir zu verdanken. Ja, er sollte mich erkenntlich zeigen, ob ich dir hiermit vielleicht eine Freundin machen kann. Feentau. In der Flasche befindet sich von der großen Fee gesegnetes Wasser. Trinke es mit B, um alle Herzen wieder aufzustellen und kurzfristig deine Angriffskraft zu steigern. Das ist sozusagen der Ersatz für das echte Schleimgelee. Das findet man in der Gerudo-Wüste. Ganz im Osten, da gibt es wohl eine... Moment. Was war das denn? Da gibt es wohl eine Höhle. Aber mein Körper ist noch ganz golden. Vielleicht ist meine Seele ja doch noch nicht ganz komplett. Seltsam, vielleicht hättest du ja 60 Geister fangen müssen, um meine Seele komplett zu machen. Was? Ob ich dich wohl noch einmal losschicken kann? Ob mein kleiner Kleffer wohl noch einmal 38 Geister jagen kann? Das sind ganz schön viele, wollte ich nur mal so sagen, ne? Wo ist denn jetzt... Ach, da. Hey, da bist du ja wieder. Das warst doch du, der mein Herrchen geheilt hat, oder? Tausend Dank, wirklich. Mich nennen sie Gregor. Ich bin sowas wie der Boss der Katzen hier im Ort. Oha. Also gut, jetzt wo ich mich auch wieder bewegen kann, sollte ich mich wohl draußen ein wenig umsehen. Ja, ja. Und so weiter und so. Aua, fort. So, gut. Haben wir das schon mal erledigt? Also 60 Geisterseelen. Na, dankeschön. Na, wirklich vielen, vielen Dank. Yay! Wolf aus dem Boden, Wolf aus dem Boden! Ich glaube, jetzt kann ich mich hier nicht mehr verwandeln, ne? Wie hat er das nur gemacht? Ich weiß es nicht. Oh nein, schnell weglaufen, die Katzen kommen. Die Katzen kommen! Na gut, dann geht's jetzt auf zu Thelma. Hurra! So, mal... Oh, hoppala. Mal ganz kurz da rein, Google. Ja, ich muss mir dann auch mal überlegen, wie wir das machen mit den Geisterseelen. Oh, wir haben noch sehr viele. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, wo die alle sind. Ich weiß ja auch noch nicht mal, welche wir haben und welche nicht, ne? Ah, guck mal, da hinten sitzen sie schon. Lasst mich da hin! Hallo. So. Im Moment beschäftige ich mich vor allem mit den Legenden, die sich um das Volk der Kumulaner ranken. Die allgemeine Lehrmeinung ist ja bekanntlich, dass Hyrule von den Hylianern erschaffen wurde, dem ältesten aller Völker. Aber tatsächlich gibt es noch ein viel älteres Volk, von dem der Mythos sagt, dass es das Volk sei, das Hyrule erschaffen hat. Als es die Hylianer erschaffen hatten, erbaute dieses Volk sich eine neue Hauptstadt und ließ sie in den Wolken verschwinden. Dort in dieser Stadt in den Wolken sollen sie noch heute leben, zumindest gibt es Gelehrte, die das behaupten. Die Kumulaner, eine hübsche Vorstellung, wenn es sie wirklich gibt, würde ich sie gerne auch einmal kennenlernen. Nein, willst du nicht? Glaub mir, ich kenne die. Na gut, gucken wir mal. Ich wollte nicht mit Raffler sprechen, ich wollte die Karte ansehen. Danke. Yay, die haben wir doch im Gepäck. Mo wollte sich in den Heiligen Hain aufmachen. Ich glaube, er liegt ungefähr da, wo das Zeichen auf der Karte ist. Also da. Ey. Der Heilige Hain. Ach, nee. Ja, okay. Der Heilige Hain. Das heißt ja wieder mal schön viel Rätsel-Action für uns. Der Postbote. Lassen wir ihn einfach mal da sitzen und tun so, als würden wir ihn nicht sehen. Gut, was lässt sich denn jetzt noch machen? Ich würde sagen, in Kakariko könnten wir ja erstmal ganz kurz unser ganzes Bargeldopfer spenden. Ja. Geht das so leicht? Warte mal. Theoretisch gesehen kann ich mich ja warpen, wenn ich zum Wolf werde. Also muss ich einfach nur zusehen, dass ich da hinten zum Wolf werde und kann mich dann direkt aus der Stadt warpen. Einfach, weil ich es kann. Ha! Es funktioniert sogar. Kakariko wollten wir. Da können wir uns dann gleich auch mal die okkulte Kunst abholen, ne? Oh, Junge, Junge, Junge. Was man in diesem Part nicht alles machen... der Part ist schon bald vorbei. Verdammt! Na gut, dann werden wir im nächsten Part wahrscheinlich nicht in den Heiligen Hain aufbrechen, sondern erstmal die okkulte Kunst holen. Und spenden. Und, weil wir es können. Oder ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, nee, nicht zu nah an die Stadt. Unmöglich, da sind Leute in der Nähe. Aber hier geht's. Ja, nee, ist klar. Ach, diese Logik immer.
Nee, das ist ja schlimm. So, Maromarkt. Wir geben dir mein Geld. Wieso auch immer. Eigentlich ist es ja nur, damit wir einen scheiß Herzteil kriegen. Ach, guck mal, der guckt uns immer noch so fröhlich an. Na dann. Für die Reparatur der Brücke zur Sicherung der Lieferung nach Stadt Hyrule brauchen wir nur noch 430 Rubine. Willst du auch deinen Beitrag zur Unterstützungsfonds leisten, damit wir auch in Hyrule Stadt günstige Waren anbieten können? Jo. 340 hat er gesagt, ne? Na, wir haben ja genügend. Für die Reparatur der Brücke brauchen wir nur noch 90 Rubine. Vielen Dank für deine Hilfe. Was? Willst du mich verarschen? Habe ich irgendwas falsch verstanden? 90 Rubine, okay, ja, die können wir auch... Ist ja nicht so, dass wir irgendwie die ganze Brücke allein finanzieren, ne? Hurra, wir haben das Geld für die Reparatur der Brücke zwischen dem Westteil von Hyrule Stadt und der Ebene von Hyrule zusammen. Wow, das ging aber schnell. Du solltest dir diesen korrupten Laden in Hyrule Stadt mal ansehen. Wir bitten noch immer um Beiträge zum Unterstützungsfonds, um die Waren in Hyrule Stadt billiger verkaufen zu können. Wie viel wollt ihr dafür? Öffnungsanlage fehlt so 2000. Oh Mann. Naja, ich denke mal, 170 Rubine werden wir erstmal. Oh Gott. 2000 Rubine, ja. Ja, und das alles nur für eine Herzzeit. Für so ein schönes. Na gut, und damit wir extrem günstig Sachen in Stadt Hyrule kaufen können. Aber naja, gut. Ich denke mal, das werden wir noch schaffen bis zum Ende des Let's Plays. Na gut, ein bisschen Zeit haben wir noch. Naja, eigentlich. Aua. Nicht, ich hab gerade auf den Computer geguckt. Tut mir leid, deswegen war ich hier gerade so ein bisschen abgelenkt. Na gut, ja, was will ein iMovie jetzt schon wieder? Achso, ja, ich habe ja ein Video in Bearbeitung gegeben. Achso, ist bald fertig. Wuhu! So, nee. Tu mal wieder weg. Die okkulte Kunst holen wir uns heute noch. Ich denke mal, das kann ich mir leisten. Nee. Warte mal. Wollt ihr denn hier irgendwo sein, der Wolf? Wölfchen, wo bist du? Oh, 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 da sitzt er. Och komm, beiß mir nicht wieder in den Kopf, ja? Das tut nämlich weh. Beißt er mir schon wieder in den Kopf. Mein Gott. Und wieder bin ich auf Drogen, na klasse. Yay! Sei mir gegrüßt. Es wird Zeit, das Geheimnis um die verbleibenden okkulte Künste zu lüften, die ich dich noch lehren will. Unter den Techniken, die ich dich lernen werde, sind einige, die sogar dich selbst in Gefahr bringen können. Willst du auch diese lernen? Ja klar, wieso nicht? Also gut. Aber zuvor zeige mir, ob du den Helmspalter beherrschst, den ich dir das letzte Mal gelehrt habe. Also los, greif mich an. Okay, also wie war das? Schildattacke und ein Helmspalter. Bam. Achso, und dann ja, den natürlich. Da war ja was. Sehr gut, da ist dir meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen macht. Es gibt ja übrigens... Also dann, die fünfte okkulte Kunst. Das Blankziehen. Oh, die ist geil. Es gibt ja Gerüchte, dass dieser Krieger hier der Held aus der alten Zeit sein soll. Also dementsprechend der Held der Zeit. Und der Held der Zeit war ja Link aus Ocarina of Time. Mhm. Es gibt Meister des Schwertes in dieser Welt, die selbst gegen Schildattacke und Rundumhieb gewappnet sind. Ich werde dich nun die Kunst des Blankziehens lernen, die dich dazu befähigt, auch mit solchen Gegnern fertig zu werden. Behalte dein Schwert in der Schneide und springe auf deinen Gegner, ohne ihn mit Z anzuvisieren. Ziehe dann mit A dein Schwert, noch bevor der Gegner das Ziel deiner Bewegung erahnen kann. Oh, jetzt hat er mir fast den Kopf abgeschlagen. Unvorstellbar, oder? Diese Technik nennt man Blankziehen. Also dann, versuch's mal. Na gut. If you say so, I do so. Achtung! Blankziehen! Bäm! Aber volle Granate, Renate. Nun, das war ein kühner Schlag, aber vergiss nie, dass du mit dieser Technik auch dein eigenes Leben aufs Spiel setzt. Nun hast du auch die fünfte okkulte Kunst, das Blankziehen, erlernt. Diese Attacke ist übrigens derbe praktisch gegen Nimbus Garden, glaube ich. Du hast das Blankziehen erlernt. Springe deinen Gegner an, ohne zuvor das Schwert zu ziehen oder ihn mit Z anzuvisieren. Nun gibt es noch zwei okkulte Künste, die du lernen musst. Übe dich täglich im Schwertkampf, nur so wirst du die okkulten Künste tatsächlich meistern. Mögen sich unsere Wege erneut kreuzen. Irgendwann eventuell. Ja, ja, so wie unsere Klingen, die kreuzen sich ja auch des Öfteren. Friedhof. Ja. Wir wachen auf dem Friedhof, das kommt immer gut. Hoppala. Denke mal, dass irgendwas wollte ich hier sagen, aber mir ist gerade entfallen. Ja, doch. Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verschluckt.
Ja, ich denke mal, ich kann den Part hier beenden ohne Problemskis, ne? Wir haben ja jetzt 24, knapp 25 Minuten aufgenommen. Ich denke mal, das reicht. Und im nächsten Part werden wir uns ein kleines bisschen, denke ich mal, auf die Suche machen, so nach, weiß nicht, Reichtum, Macht und Ruhm. Ah ne, das war One Piece. Nein, ich wollte eigentlich so. Ah, wunderbar. Jetzt stehen wir vor der Stadt. Wunderbar, gut. Wenn euch der Part gefallen hat, dann hinterlasst mir doch einen Kommentar und ich sage Tschüss und bis dann irgendwann, euer RangyLP. Bye.